Hallo zusammen, da sind wir wieder. Jawohl, hier bei Elden Ring mit Sunny, my little sunshine. Hier beim Mog, dem Fürst des Blutes. Ich wollte mal sehen, wie sich dort der Dungfresser schlägt, wenn man dort das Wett neu geht. Das ist allerdings schon, Sunny ist schon im NG Plus, ne? Oder New Game Plus. Ja, dort auf jeden Fall. Ohne, wie heißt sie? Ohne diese Läuterkristallträne. Wo kriegt man die her? Ich glaube, Zweite Kirche von Marika, von Eleonora, wenn die besiegt ist. Ohne Muckskette und aber halt mit dem Goldskarabäus, nicht? Weil ich habe die Rune gebraucht. Und wie gesagt, Sunny NG Plus ist der Charakter, der dann eventuell, wenn das DLC erscheint, das könnte ja im Juni der Fall sein, ich glaube am 20., nicht? Dann könnte die vielleicht da durchstarten. Dann habe ich auch einige Charaktere im ersten Durchlauf, aber es ist einige zwei. Und im New Game Plus, plus im New Game Plus 4 mit Anna, das wird wahrscheinlich nichts. Und wie gesagt, der Dungfresser hat sich ziemlich gut geschlagen. Also den könnte man da empfehlen für Muck. Natürlich ist es besser, wenn man die anderen Sachen noch dabei hat, aber jo, das ist halt so. Ne? Und ich habe dann zwei Durchläufe gebraucht, zwei Tries. Ja, der erste war nämlich scheiße. Und ich habe es aber nicht geschnitten. Und der zweite war halt am Sinn, habe ein bisschen blöd draufgestellt im ersten. Ne? Aber Dungfresser hat beide überlebt, soweit ich will. Okay, dann würde ich sagen, schaut es euch auch oder an. Macht's gut, bis dann. Ne?